heute schauen wir uns bei deinelichttherapie.de mal keine Lichtdusche an, sondern einen Lichtwecker. Und zwar ist das das Modell von der Firma Medisana WL450. So, jetzt packen wir das Gerät erstmal aus und schauen uns an, was im Karton drin steckt. So jetzt auf. Da kommt oben zuallererst das Netzteil zum Vorschein. Legen wir mal an die Seite. Dann das Styropor zum Schutz, dass nichts passiert. Und da ist auch schon das Gerät eingepackt in einer Folie. Und dann holen wir das mal raus. So sieht das Teil aus. Dann ist hier noch ein kleines Käbelchen. Das sieht aus wie eine Antenne für das Radio. Dann noch diverse Bedienungsanleitungen, wie man das so kennt. Das ist in 5 verschiedenen Sprachen. Keine, die wir jetzt verstehen könnten, so auf die Schnelle. Aber hier ist auch die deutsche Bedienungsanleitung und in 8 anderen Sprachen verfasst. Gut, dann werden wir den Lichtwecker mal anschließen und uns mal anschauen, ob das Gerät leicht einzustellen ist oder ob das Schwierigkeiten macht und überhaupt auch zu sehen, wie es überhaupt weckt bzw. leuchtet. So, um den Lichtwecker zu betreiben, benötigt man natürlich Strom. Ein Blick wäre es wert zu schauen, ob das auch mit Batterien geht, aber es ist kein Batteriefach am Gerät vorhanden. Man ist also auf einen sozusagen stationären Stromanschluss angewiesen. Das werden wir jetzt mal gerade machen, sofern ich das hinkriege. So, der kleine Stecker kommt natürlich in das Gerät, der Stromanschluss. Da ist der Eingang für MP3-Spieler und der Eingang für die Antenne. Das wird wahrscheinlich dieses kleine Kabel sein. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das auch ist. Wir brauchen aber erstmal einfach nur Strom. Dann schließen wir das an, stellen das wieder hin und suchen uns eine Steckdose. Die brauche ich nicht suchen, die habe ich schon parat. So, der Strom ist dran und man kann dann den Wecker einrichten. Als allererstes sollte man natürlich die korrekte Uhrzeit einstellen. Das funktioniert über den Menüknopf Set. Den hält man dann einfach 3 Sekunden lang gedrückt. Dann beginnt die Anzeige zu blinken und man kann mit den Pfeiltasten links und rechts die Uhrzeit verstellen. Um jetzt nicht 4000 Mal drücken zu müssen, um jetzt zum Beispiel 18 Uhr einzustellen, drückt man einfach lange auf den Knopf und dann wird das irgendwann schneller, wie man sieht. Genau, und jetzt muss man nur noch im richtigen Moment loslassen und sagen, ah, okay, und die restlichen Schritte muss man dann halt drücken. Ist die Uhrzeit richtig eingestellt, einfach nochmal mit Set bestätigen und schon geht's weiter. Jetzt kommen wir bei der Einstellerei an einen Manko des Lichtweckers. Denn wenn ich jetzt eine bestimmte Zeit, ich glaube es sind 10 Sekunden, keinen Knopf drücke, springt er immer wieder in die normale Ansicht zurück und das kann schon mal ziemlich nerven. Der Lichtwecker von Medisana bietet 2 verschiedene Alarmzeiten. Warum 2 Alarmzeiten, ist ganz leicht erklärt. Wer werktags früher aufstehen möchte als am Wochenende, richtet sich Alarmzeit 1 einfach auf die Werktage ein und die Alarmzeit 2 eben dann für das Wochenende. In unserem Video jetzt stellen wir einfach nur mal die Alarmzeit 1 ein und hören uns bei der Gelegenheit auch gleich mal die Beispiel-Sounds an. Das funktioniert dann auch wieder lange auf Set drücken, bis die Anzeige blinkt. Die Uhrzeit passt jetzt also. Und unten blinken dann 3 Symbole auf. Alarmzeit 1, Alarmzeit 2 und ein weiteres. Wir wählen jetzt
Alarmzeit 1, da ist schon die 5.43 Uhr voreingestellt. Die wollen wir auch haben. Bestätigen das mit Z und oben ist dann ein weiteres Symbol. Hier lässt sich jetzt auswählen, ob man die integrierten Sounds während des Weckvorgangs abspielen will oder mit den Pfeiltasten links und rechts das Radio verwenden will, welches integriert ist. In unserem Fall wollen wir jetzt die Sounds. Man sieht das jetzt ein bisschen schlecht, aber wenn ich es anhebe, wird es nicht unbedingt besser. Jetzt bestätige ich mit Z und dann spielt er uns hier die Sounds auch vor. Das sind jetzt die Grillen, die lustig zirpen. Jetzt ist er wieder zurückgesprungen. Wie gesagt, das ist wirklich ein bisschen nervig, aber wenn man den Dreh einmal raus hat, dann ist es gar nicht mehr so schlimm. So, wo sind wir jetzt? Jetzt haben wir den Sound. Jetzt spielt er wieder die grillenden Zirpen ab. Oder die zirpenden Grillen, so. Dann gibt es noch den romantischen Froschweiher. Ein Lautsymbol ist es eine Glocke. Ich finde, es klingt eher wie ein Glockenfrosch oder ein Klopfen. Das ist ein Lagerfeuer. Klingt, finde ich, eher wie, wenn jemand Holz zerbricht. Das ist ein rauschendes Bächlein. Das ist ein Regenguss. Als nächstes gibt es noch die Meeresbrandung. Sehr schön. Wir entscheiden uns in diesem Beispiel aber für die zwitschernden Vögel. Das ist doch am Morgen was Wunderbares. Wählen diese mit Set aus. Dann kann man noch die Lautstärke bestimmen, mit der die Vögel zwitschern sollen. Das geht auch ganz einfach über die Pfeiltasten. Stufe 0 ist aus und Stufe 20 ist die maximale Lautstärke davon. Bestätigen das auch mit Z. Und jetzt kommt die Lichtintensität. Jetzt sieht man leider auf dem Display gar nichts mehr, weil es ist jetzt einfach viel zu viel Gegenlicht. Aber auch dieses lässt sich in 20 verschiedenen Stufen regeln. 0 ist aus, 20 ist die höchste. Wir stellen das jetzt aber auch mal auf 20, weil es nur so Sinn macht. Und dann bestätigen wir das mit Z. Dann geht die Lampe von ganz alleine aus. Und wenn ich die Alarmzeit dann aktivieren will, drücke ich einmal den Alarmknopf. Und man sieht, wie der Alarm 1 um 5.44 Uhr angeht. Der Wecker beginnt aber nicht erst um 5.44 Uhr mit dem Weckvorgang, sondern um 5.14 Uhr. Er regelt also in diesen 30 Minuten das Licht und die Lautstärke gemächlich hoch von der schwächsten Stufe auf die höchste. Und wie das aussieht, das schauen wir uns jetzt mal in der Zeitrafferaufnahme an. Das war die Weckfunktion des Lichtweckers in der Zeitrafferaufnahme. Normalerweise dauert diese ganze Sache 30 Minuten. Diese Weckzeit lässt sich auch nicht variieren. Als weitere Funktionen bietet der Lichtwecker auch noch ein integriertes Radio. Dazu muss ich mit Hilfe der S-Mode-Taste, die hier unten links ist, die Soundquelle auswählen. Drücke ich dort einmal drauf, werden die integrierten Sounds abgespielt. Das hört, wollen wir aber nicht. Und wenn ich nochmal drauf drücke, wird das Radio als Quelle verwendet. Dafür habe ich das mitgelieferte Antennenkabel in die vorgesehene Buchse reingesteckt. Und wenn wir jetzt nochmal drauf drücken, schaltet er in den Radiowecker-Modus und legt auch gleich los. Als nächste Option gibt es die MP3-Option noch. Dieser Anschluss befindet sich auch auf der Rückseite. Hier kann dann jedes beliebige Gerät wie ein MP3-Player, ein Handy, ein CD-Spieler, irgendwas mit Klinkenanschluss angeschlossen werden und halt eignet sich abends, um Hörbücher zu hören zum Beispiel. Für die Weckfunktion selber kann der MP3-Eingang allerdings nicht verwendet werden.
Der Lichtwecker WL450 von Medisana ersetzt aber auch die Nachttischleuchte. Und um diesen Modus zu aktivieren, drückt man unten rechts die Taste L-Mode. Drückt man einmal drauf, geht das normale weiße Licht an. Die Helligkeit lässt sich über die beiden rechten Taster regeln. Der obere erhöht die Lichtintensität und der untere macht sie wieder runter. Der nächste Lichtmodus ist der Farbwechselmodus. Da spielt die Lampe dann in einer ruhigeren Abfolge verschiedene Farben ab. Die gehen nahtlos ineinander über. Möglich macht das die integrierte LED-Leuchte. Schauen wir uns am Ende des Videos aber nochmal in Ruhe an. Kommen wir zur letzten Option. Über die Sys-Taste wird die Kurzzeitweg-Funktion aktiviert. Das heißt, wer sich also mittags gerne mal aufs Ohr haut eine Weile, kann hier einfach die Taste drücken. Jetzt würde sie in 15 Minuten wecken. Wenn ich jetzt länger schlafen will, dann kann ich auch 30 Minuten einstellen, 45, 60, 75 und 90. Wenn das Blinken aufhört, würde der Wecker ab jetzt in 90 Minuten loswecken. Wollen wir aber nicht machen, deswegen stelle ich das jetzt gleich wieder aus. Das Gerät von Medisana, der WL450, der Lichtwecker, ist für ungefähr 50 Euro im Handel erhältlich, bietet ziemlich viele Funktionen. Die Sounds sind, sind eher fragwürdiger Art. Das Vogelzwitschern hört sich noch ganz gut an und das Bachrauschen und so, aber das Lagerfeuer, da kann man wahrscheinlich gut drauf verzichten. Ein integrierter Radiowecker ist dran, er ersetzt die Nachttischlampe. Man kann, um abends Musik zu hören oder ein Hörspiel, einfach sein Handy oder einen MP3-Player anschließen. Ist ein Kurzzeitwecker dran. Die Qualität der Sounds ist eigentlich ganz gut. Also man kann eigentlich für den Preis, wer einen günstigen Lichtwecker sucht, nicht unbedingt viel verkehrt machen.